Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Wer bittet, wird empfangen. So steht es geschrieben. Wenn wir bitten um Hilfe, wenn wir um Versorgung bitten, wenn wir ja ein Wunder brauchen in unserem Leben, dann müssen wir glauben. Es geht darum zu verstehen, dass Gott dir gibt, worum du bittest. Es ist an dir zu begreifen und zu ergreifen, dass Gott nur Gutes für dich will, dass er bestimmte Dinge zulässt in unserem Leben, um dann sich selbst zu offenbaren, sodass du noch näher zu ihm zurückkehren kannst oder dass dein Leben Zeugnis für andere ist. Das ist ein Mittel, welches er oftmals wählt, aber du musst glauben. Du musst glauben. Jesus sagt im Hinblick auf die Taufe im Heiligen Geist, und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten. Und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben oder auch, wenn er um ein Ei bete? Er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Wir schauen uns noch einmal Matthäus 7 an, wo Jesus sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Während sich diese Passage auf die Taufe im Heiligen Geist bezieht, sind die Prinzipien, die hier betont werden, anwendbar auf alles, was wir von Gott erbitten. Auf wirklich alles. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, was wir empfangen werden, wenn wir unseren himmlischen Vater um etwas bitten, egal um was, um Versorgung, um Heilung, um Hilfe, aber auch um die Geistesgaben. Jesus sagt, wenn wir Gott um etwas Gutes bitten, wird er uns nie etwas Schlechtes geben, nie. Wenn du um Brot bittest, was wird er dir geben? Brot. Wenn du um Ei bittest, was wird er dir geben? Ein Ei. Wenn du um Fisch bittest, wird er dir einen Fisch geben. Wenn du um Heilung bittest, wird er dir Heilung geben. Und wenn du Versorgung willst, so wird er dir Versorgung geben. Es ist wichtig, dass du verstehst, dass du genau das empfangen wirst, worum du bittest. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, anzuschauen, was du den ganzen Tag denkst. Was du den ganzen Tag im Geist vor dich hinbetest. Welche Fragen du dir selbst stellst. Ich kenne viele Menschen, die den ganzen Tag einfach nur mit sich hadern und sagen, warum geht es mir so schlecht? Warum kann ich meine Rechnung nicht bezahlen? Warum ist mein Leben so ein Kampf? Anstatt zu Gott zu kommen und zu bitten, zu beten und zu danken. Vergiss nicht, wenn du um etwas Gutes bittest, wirst du nie etwas Schlechtes bekommen. Und du sollst auf Jesus schauen. Er soll in der Mitte deines Lebens stehen. Wenn du aber die ganze Zeit auf deine Probleme blickst und dich fragst, warum bin ich der einzige Mensch, der so leidet? Wenn du die ganze Zeit auf diese Dinge schaust, nimmst du Gott die Kraft, etwas Gutes in dem Ausmaß zu tun, wie er es tun will. Wenn du nicht in Danksagung und im Gebet zu ihm kommst, dann bittest du ihn nicht, sondern du haderst und musst und tust, was die Israeliten taten, bevor sie fielen. Denn Murren ist nicht Dankbarkeit. Das ist etwas, was der Mensch verstehen darf. Du empfängst in dem Augenblick, in dem du bittest. Genau in diesem Augenblick, weil viele Menschen fragen, ja, aber wann werde ich empfangen, worum ich gebeten habe? Weißt du wann? Genau in dem Moment, in dem du bittest. So steht es geschrieben in Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles,
um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also glaube, dass du es empfangen hast. Das liegt nicht in der Zukunft, das hast du bereits empfangen. Also was empfängst du, wenn du bittest? Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Der Teufel lässt dich zweifeln. Er sagt immer morgen. Doch die Bibel sagt, jetzt ist Gottes Zeit. Jetzt. Du hast es schon empfangen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. 2. Korinther 6, Vers 2. Wenn du auf das Morgen des Teufels hörst, wirst du nie in Gottes Jetzt hineinkommen. Vielleicht ist dein Verstand so programmiert, dass er immer schaut, wann habe ich es? Wo ist es? Zuerst empfangen wir im Geist. Zuerst empfangen wir im Geist und dürfen dankbar sein, sodass es sich in der Materie entfalten kann. Dies gilt es zu üben. Dies gilt es zu üben. Und wenn du etwas bittest, so empfange es im Geist hier und jetzt in Dankbarkeit. Öffne deine Hände zum Himmel und danke Gott, dass er dir gibt, worum du bittest, dass er dich versorgt, dass er dich heilt und dass er alles von dir nahm. Beim vollbrachten Werk am Kreuz, was der Teufel jemals auf dich gelegt hat. Nun ist es an dir zu verstehen, was geschrieben steht, den Heiligen Geist zu empfangen und zu leben, wie es für dich vorherbestimmt ist, als Kind Gottes ein würdiges Leben zu führen. Es ist an dir. Also verstehe, dass Gott dir gibt, worum du ihn bittest. Du musst es annehmen. Das heißt, wenn du Gott bittest, dir ein Wunder, ein finanzielles Wunder, ein Heilungswunder, ein Versorgungswunder, egal was, zu geben, dann kommst du im Gebet zu ihm. Du darfst dich darum üben, vollkommen zu glauben, dass er genau das tut, aber auf seine Art und Weise. Sei ihm dankbar, dass er es tut. Zweifle nicht mehr. Und lass uns jetzt gemeinsam beten, sodass die Zweifel aus deinem Leben verschwinden und du den Glauben Gottes in deinem Leben hast, sodass du auch empfangen kannst, was er dir gegeben hat. Gott Vater, im Namen Jesus, hilf mir, stärker zu glauben. Hilf mir, im Namen Jesus, soll jeder Zweifel jetzt aus meinem Leben verbannt sein. Im Namen Jesu danke ich dir, dass du mir gibst, worum ich bitte. Dass du mir ermöglichst, als dein Kind ein würdiges Leben zu führen, sodass mein Leben Ausdruck und Zeugnis deiner Liebe für mich und all die anderen Brüder und Schwestern ist. So entscheide ich mich jetzt für Glauben. Im Namen Jesu. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen, wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe, wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen, dann ja, scheue dich nicht, schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seelenmentoring, ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen,
die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist, ist Liebe und Frieden. Und den sollst auch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.